Peking im Frühjahr 1900. Den europäischen Gesandten in der chinesischen Hauptstadt droht eine tödliche Gefahr. Im ganzen Land rotten sich Aufrührer zusammen, die Boxer. Mit dem Ziel, die Fremden zu vertreiben. Es ist der Auftakt einer Krise, die das Reich der Mitte bis ins Mark erschüttern wird. Vierhundert ausländische Soldaten und tausende Zivilisten werden im Diplomatenviertel Pekings belagert, darunter zahlreiche Deutsche. 55 blutige Tage lang. Kommt es zum Massaker, wird die Rache der westlichen Mächte fürchterlich sein. Die Zukunft Chinas steht auf dem Spiel. China, das Reich der Mitte. Von der großen Mauer im Norden erstreckt sich das Land weit über den asiatischen Kontinent. Abgeschirmt durch Gebirge, Steppen und das offene Meer, bleibt das Kaiserreich seit über 2000 Jahren auf Distanz zu den Völkern der Welt. Doch das Land ist im Umbruch. Die verbotene Stadt, die größte Palastanlage der Welt im Herzen Pekings, wird zum Zentrum einer sich anbahnenden Krise. Die Bauten symbolisieren die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und für die Chinesen ist hier der Mittelpunkt der Welt. Uneingeschränkter Herrscher in der verbotenen Stadt ist der Kaiser. Umschmeichelt von Konkubinen und einem riesigen Hofstaat. Er ist zuständig für die Wahrung der Harmonie. Als Sohn des Himmels ist seine Macht grenzenlos. So zumindest die Theorie. Doch am Ende des 19. Jahrhunderts steht der junge Kaiser Guangxu vor der größten Herausforderung in der Geschichte Chinas. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts bedrohen europäische Kriegsschiffe das Reich der Mitte. Die chinesische Flotte kann den technologisch führenden Nationen Europas nicht viel entgegensetzen. Im Opiumkrieg von 1860 fügen England und Frankreich China schließlich eine vernichtende Niederlage zu. Die Sieger erzwingen die Errichtung von Botschaften in Peking und freie Handelszonen auf chinesischem Boden. Widerwillig öffnet China seine Häfen für ausländische Schiffe. Gesonderte Einflusszonen entstehen, als es unter den Europäern zu Rivalitäten kommt. Franzosen und Briten setzen sich im Süden fest, Japaner und Russen im Norden. Ausländer haben jetzt freien Zutritt zum Land. Darunter die amerikanische Ärztin Emma Martin, die ihre erste Stelle in einer Methodistenmission antritt. Dort kommen die fremden Teufel. Das waren die Worte, die uns bei unserer Ankunft in China begrüßten. Wir sind es nicht gewohnt, verspottet zu werden. Aber wir lernen damit umzugehen. Noch ahnt Emma nichts von einem nahenden Konflikt. Die Situation ist angespannt, aber scheinbar ruhig. Shanghai, eine der größten und am schnellsten expandierenden Städte der Gegenwart. Nach dem Opiumkrieg entsteht hier das Zentrum für den chinesischen Außenhandel. Doch die Europäer errichten nicht nur prachtvolle Bauten, sie verfügen sogar über eine eigene Gerichtsbarkeit und werden damit zu Herren in einem fremden Land. You have scholars, journalists, es gab dort Gelehrte, Journalisten, Bankiers, Ingenieure, Abenteurer. Weit ab vom Schuss war es ein guter Ort für Familien mit problematischen Söhnen. Warum schickt man sie nicht nach China, damit sie dort ihr Glück machen? Einer von ihnen ist der Korrespondent der London Times, der in Australien geborene Arzt George Morrison. Er bemüht sich, die Sitten des Landes zu verstehen, ist aber auch überzeugt von der Überlegenheit des Westens.
Bemerkenswert an der Einstellung der Europäer gegenüber den Chinesen ist ihre rassistische Haltung. Doch umgekehrt hatten die Chinesen die gleiche rassistische Einstellung. Es stimmt, die Chinesen wurden als Diener betrachtet, als Menschen, mit denen man zurechtkommen musste, die vielleicht ein bisschen unehrlich sind. Aber die Chinesen dachten genauso über die Europäer. Auf dem Land keimt Widerstand auf. Das Volk ist gepeinigt von Naturkatastrophen und Ernteausfällen. Viele Chinesen glauben, dass die fremden Teufel das Verhältnis zwischen Yin und Yang stören, die natürliche Balance der Welt. Sie bezeichnen sich als Faustkämpfer der gerechten Harmonie. Von den Europäern werden sie Boxer genannt. Geheimgesellschaften von unzufriedenen jungen Männern. Sie üben sich in Kampftechniken und geloben, die Europäer zu vertreiben. Sie bezeichnen sich als Faustkämpfer der gerechten Harmonie. Von den Europäern werden sie Boxer genannt. Geheimgesellschaften von unzufriedenen jungen Männern. Sie üben sich in Kampftechniken und geloben, die Europäer zu vertreiben. Die Boxer behaupten, Zauberkräfte zu besitzen und damit haben sie Erfolg. Öffentlich machen sie die Ausländer für das Elend auf dem Lande verantwortlich. Vor allen Dingen eine Gruppe ist besonders verhasst. Missionare predigen seit den Opiumkriegen den christlichen Glauben in China, geschützt von den europäischen Mächten. Im ganzen Land breitet sich das Christentum aus. Doch ist es wirklich die Überzeugungskraft der Missionare, die fast 1 Million Chinesen zum Christentum übertreten lässt? Christ zu sein hat auch weltliche Vorzüge. Kommt es zum Streit über Besitztümer zwischen Nachbarn, beklagen sich die Konvertiten über religiöse Diskriminierung. Die Missionare wenden sich an ihre Botschaften und die Christen bekommen Recht. 1897 greift ein chinesischer Mob eine Gruppe von deutschen Missionaren an. Zwei von ihnen werden gelyncht. Ein Zwischenfall mit Konsequenzen. Die Küste der Shandong-Halbinsel. Der Mord an den Missionaren ist ein willkommener Anlass für die Deutschen, einen Marinetrupp zu schicken und das Gebiet in Besitz zu nehmen. Das Deutsche Kaiserreich will ohnehin einen Stützpunkt für seine Fernostflotte errichten. Der örtliche Kommandeur dachte, es würde sich um eine freundliche Hafenvisite handeln. Solche Besuche gab es oft, das war nichts Neues. Über die wahren Pläne der Deutschen war er nicht informiert. Die Deutschen wollen die Stadt Qingdao und das Hinterland dauerhaft in Besitz nehmen. Der Hafen sollte nur der Anfang sein. Kirchen im europäischen Stil erinnern daran, dass hier eine deutsche Musterkolonie entstehen sollte. Natürlich auch mit einer Bierbrauerei. Aus Qingdao stammt noch heute das beste Bier Chinas. Die Deutschen wollten sich gerade in Qingdao nicht nur von ihrer militärischen, von ihrer martialischen Seite präsentieren, sondern sie wollten sich auch als kulturtragende Nation darstellen. Und dass es sich auch lohne, die deutsche Kultur anzunehmen und zu übernehmen. Man kann es auf den Nenner bringen, an deutschen Wesen soll die Welt genesen. Oder um mit Reichskanzler Bülow zu sprechen, Deutschland hatte endlich seinen Platz an der Sonne gefunden und diese Sonne sollte in die ganze Welt strahlen. Die Nachricht vom deutschen Handstreich erreicht die verbotene Stadt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Am Kaiserhof wird nach Jahrzehnten der Stagnation gerade ein ehrgeiziges Reformprojekt eingeleitet. Der Kaiser steht dem Westen eigentlich offen gegenüber. Er will den chinesischen Staat nach westlichem Vorbild radikal modernisieren. Das Bildungswesen und die Staatsverwaltung, die Stützen der Gesellschaft, sollen erneuert werden.
Doch dies widerspricht der chinesischen Vorstellung, dass nur die Wahrung des Ewiggleichen Erfolg bringt. Die konservativen Beamten halten den Kaiser für einen Handlanger des Westens, der die Traditionen verrät. Und der Übergriff der Deutschen passt ihnen gut ins Konzept. Verschärft wird die Situation, als 1899 ein Streit um eine deutsch finanzierte Eisenbahnlinie eskaliert. Auf der Shandong-Halbinsel sabotieren Einheimische die neuen Eisenbahntrassen, weil diese über die Gräber ihrer Vorfahren führen. Von Qingdao aus schicken die Deutschen eine Strafexpedition. Ungeachtet dessen, dass es sich um chinesisches Territorium handelt. Feuer! Dutzende von Zivilisten werden in diesem Dorf getötet, ihre Häuser zerstört. Die Entschuldigung auch für die Strafexpedition war immer, wir bringen ja die Zivilisation hierher. Aber in dem Moment, in dem irgendwo Widerstand aufkommt, muss dieser Widerstand unterdrückt werden. Die Bevölkerung muss unterworfen werden und das ist alles nicht näher definiert. Das heißt, es ist irrelevant, ob eine Person stirbt oder ob alle sterben. Hauptsache, Unterwerfung ist erreicht. Das Massaker spielt den Boxern in die Hände. Auf der ganzen Shandong-Halbinsel erhält die Bewegung regen Zulauf. Darunter auch junge Frauen, rote Laternen genannt, denen man übernatürliche Fähigkeiten nachsagt. Die Führer der Boxer machen sich den Aberglauben der Bauern zunutze. Sie beweisen ihre vermeintliche Unverletzbarkeit und verwenden dafür heimlich Platzpatronen. In der chinesischen Hauptstadt schenkt die Regierung den Boxern wenig Beachtung. Damals wie heute ist Peking eine reiche Stadt. Doch der Kaiserhof verschlingt riesige Ressourcen. Jede Mahlzeit hat bis zu 100 Gänge. So ist es seit Jahrhunderten Tradition. Solange die kaiserliche Familie gut versorgt ist, schert sich die Regierung wenig um die Armut im Lande. Im Diplomatenviertel direkt neben der verbotenen Stadt leben die wohlhabenden Europäer. Nur wenige von ihnen haben jemals von den Boxern gehört. Sie führen ein Leben der Privilegien, Champagner und Konserven aus Europa, Ausritte und Liebesaffären zum Zeitvertreib. Doch die Zeiten ändern sich. Eine Wetterkatastrophe sucht das Land heim. 1899 kommt es zu Dürre und Hungersnot. Die Boxer behaupten, die Gebete der Christen hätten die Regenwolken verscheucht. Bisher kümmern sich die Europäer wenig um die wachsende Unruhe im Land. Doch das soll sich bald ändern. Am Silvesterabend 1899 reist der britische Missionar Sidney Brooks durchs Landesinnere. Einen Grund, in sichere Begleitung zu reisen, sieht er nicht. Nur chinesische Christen waren bisher Opfer von Überfällen geworden. Tags darauf wird Brooks Leichnam in einem Straßengraben gefunden. In Pekings Diplomatenviertel sorgt die Nachricht von der Ermordung des Missionars für große Beunruhigung. Ein Treffen der Landesvertreter wird vom britischen Botschafter Sir Claude MacDonald einberufen. Er ist neu in China. Aus seiner Zeit in Afrika ist er es gewohnt, den einheimischen Regierungen Befehle zu erteilen. Über die Einschätzung der Situation ist man sich einig. Nur wie lautet die angemessene Reaktion? Der deutsche Botschafter Baron von Ketteler setzt sich für ein hartes Durchgreifen ein. Auch der französische Gesandte ist um die Sicherheit der Missionare besorgt. Sir Claude MacDonald fordert schließlich die Diplomaten auf, alle nationalen Rivalitäten ruhen zu lassen. Gemeinsam sollte man die chinesische Regierung zwingen, die Boxerbewegung zu verbieten. Der amerikanische Botschafter pflichtet ihm bei. Nur durch hartes Durchgreifen kann man die Krise meistern. Sir Claude MacDonald,
Sir Claude MacDonald ist entschlossen, das Ereignis zu nutzen, um die Führung der Briten unter den Diplomaten durchzusetzen. Es ist der Beginn des kollektiven Protestes. Am Kaiserhof fanden unterdessen tiefgreifende Veränderungen statt. Obwohl er weiter auf dem Thron sitzt, wurde der junge Kaiser entmachtet. Ein unerhörter Vorgang in der chinesischen Geschichte. Seine radikalen Reformen werden von den konservativen Höflingen nicht mitgetragen. Stattdessen wird die Kaiserin-Witwe Xi Shi wieder an die Macht gebracht. Wie in den Kindertagen des Kaisers leitet sie hinter einem Seidenvorhang die Staatsgeschäfte. Der Aufruf der Diplomaten trifft auf unterschiedliche Lager in der verbotenen Stadt. Die Gemäßigten unter den Beamten wollen die Boxerbewegung verbieten, um die Europäer zu besänftigen. Doch der ultrakonservative Prinz Duan ist gegen ein Einlenken. Er befürchtet, dass es sich beim gemeinsamen Protest der Europäer um eine Intrige handelt, um den jungen Kaiser Quang Shu wieder an die Macht zu bringen, da dieser westliche Vorstellungen teilt. Zur Besänftigung der Europäer beschließt man einen Kompromiss. Ein bewährter General soll die Mörder von Reverend Brooks finden. Würde man die mächtige Boxerbewegung verbieten, könnte diese sich gegen das Kaiserhaus wenden. Sie wird deshalb toleriert, solange sie keine Verbrechen mehr begeht. Tempel der Boxer wie dieser, der heute noch in der Stadt Tianjin steht, bleiben unberührt. Die Boxer aber betrachten die Politik des Kaiserhofs als heimliche Unterstützung. Da Dürre und Hungersnot auch im Frühjahr 1900 noch anhalten, reißt der Zulauf zur Boxerbewegung nicht ab. Anfangs waren die Boxer Gegner der Regierung. Aber jetzt propagieren sie bei ihren Schaukämpfen und in ihren Parolen die Treue zur Kaiserfamilie. Unterstützt die Dynastie der Qin. Tod allen Ausländern. Die Anführer der Boxer bereiten ihren nächsten Schritt vor. Sie wollen die Bewegung aus dem Land in die Städte tragen, da wo Zehntausende von chinesischen Christen leben. Und die verhassten Europäer. Im April 1900 überschlagen sich in der Hauptstadt die Berichte von Übergriffen der Boxer gegen chinesische Christen. Auch der Korrespondent der London Times, George Morrison, der seit vielen Jahren in China lebt, spürt die Veränderungen. Das Problem ist, dass es nicht regnet. Angeblich sind es die Ausländer, die das Feng Shui gestört haben. Überall bemerkt man Boxer. Der Preis für Messer hat sich verdoppelt und Messerschmiede treiben regen Handel. Die Boxergefahr nimmt zu. Auch im darauffolgenden Mai regnet es nicht. Die Unruhe auf dem Land wird immer größer. Eine große Zahl von Boxern strömt in das verschlafene Dörfchen Gaoluo, 120 Kilometer von Peking. Ihr Ziel sind Häuser der Konvertiten. Die einheimischen Christen werden auf die Straße gezerrt. Aufgrund ihrer Privilegien sind sie zutiefst verhasst. Dutzende von ihnen werden erschlagen. Die französischen Missionare in Peking übertreiben später die Zahl der Getöteten. Außerdem berichten sie fälschlicherweise, dass die Boxer von der chinesischen Regierung unterstützt würden. Anfang Juni fordern die europäischen Diplomaten für ihren persönlichen Schutz Truppen an. Über 350 Marinesoldaten aus 8 Nationen erreichen mit dem Zug Peking und paradieren durch die Stadt. Unter ihnen der deutsche Gefreite Hugo Günther. Nach unserer Ankunft am Bahnhof ermahnte uns der deutsche Botschafter, pflichtgetreu zu sein. Die Zeiten seien sehr ernst und Blutvergießen wäre an der Tagesordnung. Die Kommandeure glauben jedoch, dass die Krise schnell beizulegen ist. Die Soldaten haben nur begrenzte Munitionsvorräte bei sich. Eine fatale Entscheidung, wie sich später herausstellt.
Der Einmarsch fremder Truppen ist eine öffentliche Demütigung. Für Chinesen ist die Wahrung des Gesichts von größter Bedeutung. Obwohl die chinesische Armee schlecht ausgerüstet ist, versichert man Xi Shi, dass man die Europäer im Kriegsfall schlagen könne. Schließlich sei man ihnen zahlenmäßig überlegen. Die Kaiserin hatte den Einzug des kleinen europäischen Truppenkontingents in die Hauptstadt erlaubt. Das nächste Mal, so beschließt sie, wird sie weniger nachsichtig sein. Prinz Duan hat großes Interesse daran, dass die Situation eskaliert. Sein Sohn ist als Nachfolger des jungen Kaisers designiert. Nur wenn die Europäer vertrieben werden, so glaubt Duan, hat sein Sohn eine Chance auf den Drachenthron. Am 7. Juni 1900 entscheiden die Hardliner am Hof, den Druck auf die Ausländer zu erhöhen. Die Stadttore Pekings werden geöffnet. Tausende von Boxern strömen in die Metropole. Vor allem die chinesischen Christen fürchten um ihr Leben. Nachdem den Boxern die Tore der Stadt geöffnet wurden, erscheinen sie überall in den Straßen von Peking. Auch die Diplomaten erfahren davon. Einige sehen die Boxer zum ersten Mal mit eigenen Augen. Man erkennt, dass sich die Gangart verschärft, dass die Spannung steigt und die Gefahr sich vergrößert. Das Clubhaus der europäischen Rennbahn in Peking geht in Flammen auf. Für Sir Claude MacDonald ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Für die Europäer war die Rennbahn das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Peking. Die beunruhigten Diplomaten fordern Verstärkung an. Hundert Kilometer weiter östlich hat sich eine internationale Flotte von über 40 Kriegsschiffen zusammengefunden. Ranghöchster Offizier ist der britische Admiral Edward Seymour. Er handelt sofort. Unter seinem Kommando setzen 2000 Marinesoldaten an Land. Eine multinationale Streitmacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Die Bahnlinie nach Peking ist noch heute eine wichtige Verbindung. Am 10. Juni 1900 steigen die Truppen unter Seymour an der Küste in einen der Züge. In der Strategie Seymours spielt die Eisenbahn eine entscheidende Rolle. Mit der Bahn können Truppen schnell transportiert werden. Hinzu kommt, dass Marinesoldaten nicht gerne ihre Schiffe verlassen. Sie fühlen sich unsicher in einer Operation auf dem Land. Und Seymours Strategie geht nicht auf. 40 Kilometer vor Peking, in der Nähe der Stadt Langfang, haben die Boxer die Schienen auf dieser Eisenbahnbrücke zerstört. Fanatische Boxereinheiten greifen den internationalen Truppenverband an. Ein verlustreicher Kampf für beide Seiten. Seymour und seine Männer werden gezwungen, sich zurückzuziehen. Entlang des Flussufers kämpfen sie sich den Weg zur Küste frei. Als sich die Nachricht von Seymours Scheitern in Peking verbreitet, ist die Genugtuung bei vielen Chinesen groß. Die Boxer werden immer waghalsiger. Am Freitag, den 13. Juni, tauchen Boxer vor der deutschen Botschaft auf. Einer mit gezücktem Säbel. Für den heißblütigen Diplomaten Baron von Ketteler ein rotes Tuch. Von Ketteler verprügelt den Boxer brutal. Dann wird er abgeführt und eingesperrt. Das ist der auslösende Funke. Die Boxer greifen Christen an und plündern Geschäfte, die mit westlichen Produkten handeln. Die Europäer suchen Schutz in ihren Botschaften. Die ganze Nacht schreckliche Schreie aus dem Westteil der Stadt. Todesschreie, Gräuel und Massaker.
Drei Tage und drei Nächte halten die Ausschreitungen an. Hunderte Menschen werden getötet. Pekings Kaufmannsviertel geht in Flammen auf. Als die Boxer damit beginnen, chinesische Christen anzugreifen, vergessen die Europäer für kurze Zeit ihren Rassismus. Kleine Trupps schwärmen vom westlichen Viertel aus, um chinesische Christen zu retten. Morrison ist einer der Organisatoren der Rettungstrupps. Es war der schrecklichste Anblick meines Lebens. Boxer gingen von Haus zu Haus und erschlugen chinesische Christen. Überall floss Blut. Wir liefen durch die Straßen und forderten die Christen auf, sich uns anzuschließen, was viele dann auch taten. Anfangs wollten die Diplomaten die Konvertiten nicht aufnehmen. Als Europäer seien sie für chinesische Untertanen nicht zuständig. Doch Morrison setzt sich durch. Auch die Ärztin Emma Martin wird von den Ereignissen eingeholt. Sie arbeitet jetzt in einer christlichen Mission in Peking. Um den Ausbruch von Epidemien zu verhindern, treffen die Missionschefs eine schwerwiegende Entscheidung. Bei einem kleinen Mädchen waren die Pocken ausgebrochen. Sie wurde fortgeschickt, um die Marinesoldaten, die uns schützten, vor Ansteckung zu bewahren. Der Fall wurde nie wieder erwähnt. Das Gleiche geschah bei einer Familie mit Scharlach und bei einigen Fällen von Masern. Doch die meisten der Schutzsuchenden dürfen bleiben. Fast 3000 chinesische Christen, die den Boxern entkamen, finden Aufnahme im Diplomatenviertel. Die Ereignisse außerhalb von Peking spitzen die Krise weiter zu. Um Admiral Seymour und seine Truppen zu retten, will die internationale Flotte weitere Verstärkungen anlanden. Als erstes müssen sie vier mächtige Festungen einnehmen, welche die Mündung des Peiho-Flusses schützen. Die Überreste der Taku Force. Im Jahr 1900 sind sie mit moderner westlicher Artillerie ausgerüstet. Am Morgen des 17. Juni schickt die Flotte dem chinesischen Kommandeur die Aufforderung zur Kapitulation. Doch der lehnt ab. Von der Land- und Seeseite zugleich greifen die Alliierten die Force an. Sie werden erstürmt, die Verteidiger niedergemacht. In der verbotenen Stadt findet unterdessen eine Krisensitzung über das weitere Vorgehen statt. Die Hardliner legen ein gefälschtes Dokument vor. Es soll beweisen, dass die Europäer die Kontrolle über die Finanzen und die Außenpolitik Chinas übernehmen wollen. Es ist der letzte Versuch von Prinz Duan, einen Showdown mit dem Westen zu provozieren. Die gemäßigten Berater warnen, dass China einen Krieg gegen den Westen verlieren würde. Doch die Hardliner halten dagegen. Sie wollen, dass das Land seinen Boden verteidigt und werfen den Gemäßigten Feigheit vor. Prinz Duan fordert sogar, das Diplomatenviertel anzugreifen. Doch die Kaiserin entscheidet anders. Sie verkündet, dass China sich jetzt mit 11 westlichen Nationen im Krieg befindet. Den Diplomaten soll ein Ultimatum überreicht werden. Sie werden aufgefordert, unter dem Schutz von chinesischen Regierungstruppen Peking zu verlassen. Sie haben 24 Stunden Zeit, um dieser Forderung nachzukommen. Von dem Ultimatum werden die westlichen Gesandten völlig überrascht. Die Mehrheit der Botschafter will auf die Bedingungen des Kaiserhofes eingehen und die europäischen Einwohner Pekings evakuieren. Nur der deutsche Gesandte Baron von Ketteler widerspricht. Er traut den chinesischen Zusagen nicht und glaubt, dass sie alle auf dem Weg zur Küste ermordet würden. Von Ketteler beschließt, dem chinesischen Außenministerium einen Besuch abzustatten. Er nimmt eine Zigarre und ein Buch mit, falls man ihn warten lässt. China befindet sich nun im Krieg mit dem Westen und die Truppen sind nervös.
Was genau an diesem Morgen in den Straßen Pekings geschieht, ist noch heute Gegenstand historischer Kontroversen. Zur Ermordung Kettlers gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Die Forschung heute geht davon aus, dass es sich um eine Einzeltat gehandelt hat. Das heißt, dass ein einzelner Soldat, in diesem Fall eben Enhai, sich dazu entschieden hat, einen Gesandten zu töten. Und dieser Gesandte war zufällig von Kettler. Dass es sich also nicht um ein gezieltes Vorgehen handelte, sondern wie so oft um ja, ein Einzelvorkommnis. Der Mord an dem deutschen Gesandten verändert die Situation in Peking mit einem Schlag. An ein Verlassen der Botschaften ist nun nicht mehr zu denken. Hastig werden Tore verrammelt, Barrikaden errichtet und Gräben ausgehoben. Alle Europäer werden in das Diplomatenviertel gebracht. Mehr als 600 europäische Zivilisten müssen versorgt und beschützt werden. Jetzt rechnet jeder mit einer Belagerung. Tausende von kaiserlichen Soldaten werden um das diplomatische Viertel zusammengezogen, unterstützt von den Hilfstruppen der Boxer. Ihnen stehen knapp 400 Marinesoldaten aus 8 Nationen gegenüber. Die britische Abteilung unter der Leitung von Captain Strouds ist mit mehr als 130 Mann die größte. Das Ultimatum endet um 4 Uhr nachmittags. Danach gibt es für die Europäer kein Entkommen mehr. Die Munitionsvorräte sind begrenzt. Jeder Soldat hat nur einige hundert Patronen bei sich. Dagegen ist der chinesische Nachschub unbeschränkt. Als das Ultimatum verstreicht, ohne dass die Europäer abrücken, muss die Kaiserin handeln. Sie befiehlt ihren Truppen den Angriff. Um 4 Uhr nachmittags beginnt die Belagerung der Botschaft. Die Verteidigung des weitläufigen und verwinkelten Diplomatenviertels erweist sich als schwierige Aufgabe. Das Viertel befindet sich neben der kaiserlichen Stadt und wird im Süden durch die Tatarenmauer geschützt. Die Gesandtschaften der Briten, Russen und Amerikaner sind im Westen, die Deutschlands, Japans und Frankreichs liegen im Osten. Unter den Belagerungstruppen der Chinesen sind die muslimischen Einheiten im Westen besonders gefürchtet. MacDonald bemüht sich um die Koordination der multinationalen Allianz. Die Umstände waren natürlich sehr erschwert. Es gab kaum was zu essen oder schon zu essen, aber sehr eintöniges Essen. Mit dem Wasser gab es enorme Probleme. Dann hatten die Chinesen angefangen, die Leichen der erschossenen Boxer über die Mauer zu werfen. Die verwesten und deshalb war der Gestank letztlich unerträglich. Das größte Problem ist die knappe Munition und die überlegene Feuerkraft der chinesischen Belagerungstruppen. Marinesoldaten wie Hugo Günther befinden sich in ständiger Gefahr. Feuer! Jeden beschäftigt nur eine Frage. Wann werden die Chinesen ihren Großangriff beginnen? Wir schätzen, dass wir von mindestens 3.000 oder 4.000 Soldaten angegriffen werden. Ihre Munition scheint unerschöpflich. Wenn es ihnen gelingt, unsere Mauern zu durchbrechen, müssen wir alle Frauen in den Keller des Kommandeurs bringen und verteidigen, was noch zu verteidigen ist. Die Deutschen haben große Verluste erlitten. Wir haben bisher 80 Ausfälle zu verzeichnen. Obwohl niemand entbehrt werden kann. Auf dem britischen Gelände arbeitet Emma Martin in einem Behelfslazarett. Obwohl sie eine ausgebildete Ärztin ist, muss sie die Aufgaben einer Krankenschwester übernehmen. Weibliche Ärzte sind zu dieser Zeit nicht berechtigt, Schussverletzungen zu behandeln.
Erst brachten sie einen Marinesoldaten herein. Dann einen von unseren Jungs mit einem Kopfschuss. Er starb noch in derselben Minute. Oh, der Horror des Krieges. Ich hätte heute weinen können, doch es gab keine Zeit dazu. Zwei männliche Ärzte behandeln die wachsende Zahl der Verletzten. Es gibt keine Betäubungsmittel. Die sanitären Bedingungen sind schlecht. Wenn die Verwundeten nicht an ihren Verletzungen sterben, bleibt doch die Gefahr einer tödlichen Infektion. Auch zwei Wochen nach Beginn der Belagerung gibt es noch immer kein Zeichen von den europäischen Entsatztruppen. Sie haben sich nach der Eroberung der Taku Force an der Stadt Tianjin festgerannt. Es ist das letzte Hindernis auf dem Weg nach Peking. Es kommt zu schweren Kämpfen mit kaiserlichen Truppen und Boxerverbänden. Der Sieg steht auf Messerschneide und mit ihm das Schicksal der Belagerten in Peking. In der verbotenen Stadt müssen sich die Höflinge vor der Kaiserin rechtfertigen. Ihr wurde versichert, die Regierungstruppen könnten die Europäer besiegen. Doch bisher verlaufen die Kämpfe wenig erfolgreich. Die Hardliner versprechen nach wie vor, dass sie die fremden Teufel zurück ins Meer treiben würden. Die Gemäßigten widersprechen heftig. Prinz Duan fordert einen Angriff auf das Diplomatenviertel, der die Entscheidung bringen soll. Doch die Kaiserin hält es für klüger, nur den militärischen Druck zu verstärken. Als potenzielle Geiseln sind die Diplomaten wertvoll. Jeden Tag müssen die Verteidiger weitere Verluste beklagen. Zivilisten wie Morrison stoßen als Freiwillige zur kämpfenden Truppe. Jeder Mann wird dringend benötigt. Doch die Gefechte beschränken sich nicht allein auf die Barrikaden. Hier in den verwinkelten Seitengassen nahe den Botschaften finden unerbittliche Nahkämpfe statt. George Morrison befindet sich gemeinsam mit Captain Strouds auf dem Rückweg von einem solchen Unternehmen. Es ist der 16. Juli 1900, der 26. Tag der Belagerung. Es war der bisher dunkelste Tag der Belagerung. George Morrison wurde mit einer Fleischwunde am Bein hereingebracht. Und fast zur gleichen Zeit kam Captain Strouds mit einem zerschmetterten Oberschenkel herein. Morrison überlebt. Der britische Captain hat weniger Glück. Die Kugel hat eine Arterie zerrissen. Trotz des Beschusses wird Strouds mit allen Ehren beerdigt. MacDonald hat seinen besten Offizier verloren und ist dem Verzweifeln nahe. Da erscheint ein Unterhändler mit einer Botschaft vom Hofe. Man bittet um eine Feuerpause. MacDonald rätselt, ob man es ernst meint oder ob es sich um einen Trick der Chinesen handelt. Was MacDonald nicht weiß, der Hof hat eine Nachricht aus Tianjin erhalten. Die Stadt ist gefallen. Ausländische Truppen plündern Häuser. Gefangene werden erschossen. Die kaiserliche Dynastie befindet sich in tödlicher Gefahr. Tianjin ist gefallen, Taku ist gefallen. Das heißt, der Weg nach Peking ist frei. Nichts kann die Truppen der Ausländer mehr aufhalten, die auf Rache sind. Es ist ganz klar, dass die Kaiserin nach einer Lösung sucht. Diese Männer haben uns einen Monat lang belagert und plötzlich zeigen sie alle Zeichen von Freundschaft. Es heißt sogar, die Japaner hätten Gewehre für 15 Dollar pro Stück gekauft. Eine unglaubliche Geschichte. Nur nicht in China.
Doch noch stehen den Belagerten lange Wochen bevor, in denen die Kämpfe immer wieder aufflammen. Als am 12. August schließlich ein westliches Entsatzheer die Tore Pekings erreicht, droht den Verteidigern noch einmal die allergrößte Gefahr. Denn in diesem Moment bereiten Boxer und Regierungssoldaten auf eigene Faust einen finalen Angriff vor. Mit dem Schlachtruf Schah, Schah, tötet, tötet, griffen uns Soldaten und Boxer an. Doch die chinesischen Einheiten sind zu schwach, um durchzubrechen. Dann ist endlich die europäische Armee da. Die Kaiserin, ihre Familie und der Hofstaat fliehen aus der Stadt. Der Boxerkrieg ist die größte Erniedrigung in der Geschichte Chinas. Es ist ein gewaltiges historisches Ereignis, bei dem die Chinesen fast alles verlieren, einschließlich ihrer moralischen Stärke. Als britisch-indische Truppen endlich das Diplomatenviertel erreichen, kennt die Freude unter den Verteidigern keine Grenzen mehr. Sie können es gar nicht glauben, dass nach 55 Tagen die Belagerung vorbei ist. Am 15. August 1900 besetzen westliche Truppen die verbotene Stadt. China muss jahrzehntelang Reparationen entrichten. 1912 fällt das Kaisertum. Heute ist der Boxerkrieg in Europa weitgehend vergessen. In China dagegen weiß jedes Schulkind, was im Jahre 1900 in Peking geschah. Der gescheiterte Kampf gegen die Ausländer ist wie in das Gedächtnis des Landes eingebrannt. Die DVD-Box zu den Terra-X-China-Dokus erhalten Sie im Handel und im ZDF-Online-Shop. Und die Leseempfehlungen zu China für 1 Euro in Briefmarken bei Stiftung Lesen in Mainz.